Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reisefreizeit. Die meisten von Ihnen haben sicherlich Ihren Urlaub für den Sommer schon geplant und auch gebucht. Unser heutiger Vorschlag ist deshalb auch mehr für jene gedacht, die die Vor- oder Nachsaison nutzen wollen und können. Wohin die Reise geht, zeigt unsere Karte. Es geht auf die Balkanhalbinsel nach Jugoslawien, genau gesagt nach Mazedonien und Montenegro. Die beiden Gebiete, die wir Ihnen vorstellen wollen, sind deutlich markiert. Montenegro ist unser nächstes Ziel und wenn Sie bei unserem späteren Quiz mitmachen, dann haben Sie die Chance, eine Reise dorthin zu gewinnen. Aber vorher sollten Sie sich erst einmal ansehen, was die kleinste der sechs jugoslawischen Teilrepubliken alles zu bieten hat. Und das ist die Gegend, die wir Ihnen vorstellen. Montenegro ist inzwischen von fast allen deutschen Flughäfen direkt zu erreichen. Von Düsseldorf nach Tivat zum Beispiel fliegt man in knapp 2 Stunden. Weite, malerische Buchten mit langen Stränden, wie hier in Budva. Kristallklares Wasser und die meiste Zeit im Jahr Sonnengarantie. Das sind die natürlichen Funde, mit denen das Tourismusgewerbe an Montenegros Küste wuchern kann. 7 Monate lang ist hier Badesaison. Diese Bilder vom Strandleben in Budva sind Anfang Oktober vergangenen Jahres entstanden. Außentemperaturen seinerzeit über 30 Grad. Das Wasser wohlig warm. Die Vorsaison von April bis Ende Juni und die Nachsaison von September bis Ende Oktober bieten so manche Vorteile. Hotels und Strände sind nicht übervölkert. Die Preise sind gegenüber der Hauptsaison reduziert und man widmet den Gästen mehr Aufmerksamkeit. Von den Annehmlichkeiten solcher Vorteile machen Urlauber, darunter viele aus der Bundesrepublik, mehr und mehr Gebrauch. Den Spruch, der Kunde ist König, kann man in Budva sogar wörtlich nehmen, wenn man in dieser Nobelherberge absteigt. In dem großen Hotelangebot, von der einfachen bis zur Luxuskategorie, nimmt dieses Haus eine Sonderstellung ein. Es ist die ehemalige königliche Sommerresidenz des einzigen Monarchen, den Montenegro je hatte. Die Exklusivität des Hauses mit eigenem Park und Strand hat natürlich ihren Preis. Nicht weniger exklusiv wohnt man auf diesem kleinen Eiland Sveti Stefan, früher ein Fischerdorf, heute eine einzige Luxushotelinsel. Budva ist das touristische Zentrum an der Küste von Montenegro. Die kleinste und südlichste jugoslawische Teilrepublik an der Adria hat den Erdbebenschock von 1979 fast gänzlich überwunden. Die Chancen für einen Neubeginn, die in den Folgen der Naturkatastrophe lagen, hat man gut genutzt. Nach dem Wiederaufbau der Häuser für die Einheimischen, der vorrangig betrieben wurde, hat man moderne und großzügige Ferienanlagen errichtet. Montenegro, das ist mehr als nur ein schöner Küstensaum, der zum Badeurlaub einlädt. Einzigartige Naturlandschaften, die einmal zu erleben, sich wirklich lohnt, heben diesen Teil Jugoslawiens allen anderen gegenüber hervor. Zum Beispiel die Bucht von Kotor, 20 Kilometer nördlich von Budva. 2 winzige Inseln, die wie helle Tupfer im blauen Wasser wirken. Sveti Gheorghe, das Eiland mit den Zypressen, hat den Schweizer Maler Arnold Böcklin zu seinem berühmten Bild Die Toteninsel angeregt. Es war nicht nur die Schönheit, die die Fremden in vergangenen Zeiten in den Fjord lockte. Die strategisch günstige Lage machte die Bucht zum Objekt vieler Eroberungsfeldzüge. Hinter den Bergen, die den Fjord eingrenzen, beginnt das wildromantische Cerna Gora, wie Montenegro in der Landessprache heißt. Da tun sich Landschaften auf, die durch ihre Formenvielfalt faszinieren. Das Lovćen-Massiv, auf dessen Gipfel ein großer Sohn Montenegros in einem Mausoleum ruht, Petar II., Petrovic, Njegoš, Bischof, Fürst und gefeierter Dichter in einer Person, der im vorigen Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Nicht weit vom kargen Felsmassiv des Lovćen in südöstlicher Richtung
eröffnet sich eine gänzlich andere Welt, eine liebliche Landschaft mit dicht bewaldeten Bergen. In ihren Tälern schlängeln sich die Ausläufer des Scutari-Sees, fast zugewachsen von Seerosen, die im Frühjahr und im Sommer ein Meer von weiß-gelben Blüten bilden und im Herbst einen grünen Teppich. Wegen seiner üppigen Flora und Fauna in den seichten Wassern und Sumpfgürteln ist dieser See zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Hier lebt eine Vielzahl von Wasservögeln, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten. Der Scutari-See, mit seinen 356 Quadratkilometer, der größte auf der Balkanhalbinsel, gehört zu 2/3 nach Jugoslawien. Das restliche Drittel ist albanisches Hoheitsgebiet. Über diese Brücke führt die Straße von der Adriaküste nach Titograd, der Hauptstadt von Montenegro, und in ihrem weiteren Verlauf zur jugoslawischen Metropole Belgrad. Hinter Titograd, auf dem Weg ins Landesinnere, beginnt mit der Morača-Schlucht das wilde Montenegro. Karl-May-Leser denken beim Anblick dieser zerklüfteten Landschaft unwillkürlich an seinen Roman In den Schluchten des Balkan. Seit geraumer Zeit kursieren Pläne von Politikern, nach denen aus Gründen der Energieversorgung der Fluss Morača zu einem See gestaut werden soll. Das wäre der Tod einer grandiosen Landschaft. Und dagegen wehren sich Natur- und Landschaftsschützer aus aller Welt bisher mit Erfolg. Von solchen Vorhaben nicht bedroht ist der Nationalpark Durmitor, der von der UNESCO als besonders schützenswerte Region anerkannt wurde. Die Tara, ein zahmes Flüsschen im Herbst, die im Frühling nach der Schneeschmelze zu einem reißenden Wildwasserfluss werden kann, ist Teil des großen Naturschutzgebietes Durmitor. Und so zeigt sich die Tara von höherer Warte, in einer Schlucht, die bis zu 1200 Meter tief ist und nur noch vom Grand Canyon in Amerika übertroffen wird. Ein eindrucksvolles Erlebnis aus der Vogelperspektive, das Besuchern von Montenegro nicht länger vorenthalten werden soll, wenn es nach dem Willen der einheimischen Fremdenverkehrsämter geht. Man bemüht sich um Sightseeing-Helikopterflüge bei den zuständigen Behörden und ist guter Hoffnung. Bei Mojkovac überspannt diese Brücke in kühner Architektur die Tara-Schlucht. Hier ist Endstation und Wendepunkt für Tagesausflüge mit Autobussen, die von den Reisebüros an der Küste organisiert werden. Die Straßenverbindung über die Tara führt weiter nach Belgrad. Wir lassen die Brücke rechts liegen und überfliegen alsbald ein Hochplateau, das einer Mondlandschaft gleicht. Kurz darauf gerät einer der vielen Gletscherseen dieser Gegend ins Blickfeld, der Schwarze See. Er ist tatsächlich rabenschwarz, wenn die Sonne tief steht und die Bäume lange Schatten werfen. Im Zentrum des Durmitor-Nationalparks liegt Djab Liak, ein Luftkurort 1465 Meter über dem Meeresspiegel und damit Jugoslawiens höchstgelegene Gemeinde. Trotz Höhenlage und fortgeschrittener Jahreszeit, es ist immerhin Anfang Oktober,
Vesper im Freien. Die Sonne hat noch genügend Kraft, um Mensch und Tier zu erwärmen. Und da verlegt man die schon längst fällige Teppichreinigung nach draußen. Die Spinnende und die Strickende. Ein Bild, das Muße ausstrahlt. Djabliak ist, wenngleich abgeschieden, durchaus kein verschlafenes Nest, in das sich selten jemand verirrt. Zwei moderne Hotels und viele Privatpensionen bieten Urlaubern Quartier, die Ruhe und Erholung suchen, in einer Umgebung, die zum Wandern und Spazierengehen wie geschaffen ist. Frühjahr, Spätsommer und Herbst sind die besten Zeiten dafür. Im Winter ist das Durmitor-Massiv beliebtes Revier für Skilangläufer und alpine Skifahrer. In den ruhigen Jahreszeiten befördern die Sessellifte Wanderer und Ausflügler, die einfach nur die schöne Aussicht genießen wollen. Diese drei stammen aus Manchester in England. Nach einer Woche auf Schusters Rappen in den Bergen wollen sie sich noch eine Woche an der Adria ahlen. Diese Kombination, Baden und Bergwandern, wobei die Reihenfolge beliebig ist, ist eine Trumpfkarte, auf die die Reiseveranstalter seit Neuem setzen und auch in ihren Programmen bereits anbieten. Die Absicht, die dahinter steckt, ist sowohl lauter als auch einleuchtend. Zum einen möchte man den Gästen natürlich die Schönheit unbekannter und unberührter Landschaften näher bringen. Zum anderen aber, und das ist wohl der wesentliche Grund, möchte man von dem Geld, das die Touristen fast ausschließlich in die Küstenregionen fließen lassen, auch etwas ins Hinterland leiten. Eine ganz andere Farbe auf der Palette reizvoller Regionen, und auch das ist Montenegro, der See von Plav. Wer das Salzburger Land kennt, wird eine Ähnlichkeit sicherlich feststellen. Plav ist in keinem Angebot großer Reiseunternehmen zu finden, aber ein heißer Tipp für Petri-Jünger. Im einzigen Hotel am Platz zeigt man gern und stolz her, was 1985 einem Angler hier an die Leine ging. Eine riesige Forelle, 85 Pfund schwer, 1,47 Meter lang. Kein Anglerlatein. Montenegro, das Land der schwarzen Berge, beschert seinem Besucher eine Fülle faszinierender Erlebnisse und unvergesslicher Eindrücke. Von den Badestränden bis ins weite Hinterland. Wenn Sie mehr und nähere Informationen über den Ochridsee und Montenegro wünschen, dann schreiben Sie an das jugoslawische Fremdenverkehrsamt, Goetheplatz 7 in 6000 Frankfurt-Main. Ich wiederhole, jugoslawisches Fremdenverkehrsamt, Goetheplatz 7, 6000 Frankfurt-Main. Und nun zu unserem Quiz, bei dem Sie eine 7-tägige Reise für 2 Personen mit Flug, Unterkunft und Halbpension gewinnen können. Folgende Frage müssen Sie richtig beantworten. Wie heißt der größte See auf der Balkanhalbinsel, der zu 2 Dritteln nach Jugoslawien und zu 1 Drittel nach Albanien gehört? Noch einmal, wie heißt der größte See auf der Balkanhalbinsel, der zu 2 Drittel nach Jugoslawien und zu 1 Drittel nach Albanien gehört? Wenn Sie bei unserem Quiz mitmachen wollen, dann schreiben Sie die Lösung einfach auf eine Postkarte und die schicken Sie an das ZDF Freizeit, Kennwort Jugoslawien, in 6500 Mainz 500, ich wiederhole, ZDF Freizeit, Kennwort Jugoslawien, 6500 Mainz 500. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 3. Juni 1987, also am kommenden Mittwoch spätestens muss Ihre Karte bei der Post sein. Jetzt kann ich Ihnen nur noch die Däumchen drücken. Das war's für heute. Sie können uns bis 18 Uhr wieder unter den eingeblendeten Rufnummern erreichen, wenn Sie irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Programm haben.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage auf Wiedersehen.